Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen und mitten im Studio heute Jens Riewer mit weiteren Nachrichten und Ocker Gundel hat nachher den Sport. Abend. Guten Abend. Zu gerne wäre Olaf Scholz wohl zum Parteitag seiner SPD gefahren, mit dem Erfolg im Rücken den Haushaltsstreit innerhalb seiner Regierung erfolgreich gelöst zu haben. Aber daraus wurde bekanntlich nichts und weil zudem die Umfragewerte von Scholz selbst, aber auch die seiner Partei zum Jahresende alles andere als besinnlich sind, war von vielen ein handfester Schlagabtausch erwartet worden. Der Bundeskanzler gab sich kämpferisch bei seinem mit Spannung erwarteten Auftritt und punktete offenbar bei der Parteiseele. Die Einzelheiten zusammengefasst von Viktoria Kleber. Hier am Stand der Jusos stehen wohl die größten Skeptikerinnen des Kanzlers auf dem Parteitag. Sarah Mohammed findet, dass Scholz keine sozialpolitische Führung in der Ampel zeige. In ein paar Minuten wird der Kanzler seine Rede halten. Ja, also ich glaube, Olaf Scholz muss auf jeden Fall soziale Themen setzen. Ich warte auf jeden Fall auch, dass er die Kritik halt zum Thema Asyl und Migration dann aufgreift. Der Kanzler weiß, dass er heute seine Genossinnen und Genossen abholen muss. Die Umfragewerte im Keller, vielen SPD-Mitgliedern macht die ungeklärte Haushaltslage Sorgen. Es müssen sich jetzt nur alle verständigen. Aber für mich ist ganz klar, es wird in einer solchen Situation keinen Abbau des Sozialstaats in Deutschland geben. Balsam für die sozialdemokratische Seele. Und Olaf Scholz gibt zu, auch für ihn sind es angesichts der vielen Krisen schwierige Zeiten. Manches von dem, was da so passiert ist, hätte ich echt nicht gebraucht. Aber was Deutschland nicht braucht, ist Leute, die dann nicht weiter ihre Arbeit machen. Wir müssen zusammenhalten und einen klaren Kurs haben. Applaus für den Kanzler, minutenlang. Vielen, vielen Dank für deine bewegende Rede. Die hat uns im Herzen angefasst, ganz ehrlich, im Herzen angefasst. Auch Sarah Mohammed. Mich hat das echt super wütend gemacht, dass Olaf Scholz so belustigt war, als er über den Haushalt gesprochen hat, über den Streit der Ampel, weil ich wirklich denke, das ist halt überhaupt kein Spaß. Ein großer Teil der Partei jedoch zufrieden mit ihrem Kanzler. Man soll die Ruhe nicht immer damit verwechseln, dass er unentschlossen ist. Er ist sehr entschlossen und er will vor allen Dingen pragmatisch die Sachen anpacken und das finde ich gut. Noch ein paar Fotos, dann ist der Kanzler erstmal weg. Die Partei gibt ihm noch eine Aufgabe mit, sich im Haushaltsstreit für die Aussetzung der Schuldenbremse im kommenden Jahr einzusetzen. In der Migrationsdebatte am Abend zeigt sich dann, wie uneins Teile der SPD mit dem Kurs des Kanzlers sind. Und es ist ihr großer Auftritt. Sarah Mohammed und die Jusos wollen nicht, dass die Bundesregierung der EU-Asylreform zustimmt. Die sieht Asylverfahren auch schon an der EU-Außengrenze vor. Zu Demokratie und Politik gehören Kompromisse. Aber es muss dabei auch immer rote Linien geben. Ein Kompromiss, der so viel Leid für Schutzsuchende bringt, der Menschenrechte verletzt und der weiter die Festung Europas manifestiert, dem können wir nicht zustimmen. Doch die Mehrheit der Delegierten steht grundsätzlich hinter der Reform. Sarah Mohammed hofft, dass Scholz ihre Kritik trotzdem ernst nimmt. Und zum heutigen Auftritt des Kanzlers und zur Zukunft der SPD jetzt die Meinung von Nicole Konert vom Westdeutschen Rundfunk. Krisenabgabe für Reiche, keine Kürzung beim Sozialstaat und beim Bürgergeld auch nicht. Kann man diesen ganzen Versprechen der SPD und dem Kanzler noch glauben? Ich finde nein. Die SPD baut weiter Luftschlösser, erklärt nicht, wie sie das in dieser Ampelkoalition überhaupt noch umsetzen will. Das Einzige, was die SPD vorschlägt, immer neue Schulden für Krisen, etwa für die Finanzierung der Ukraine. Doch diese Krisen werden noch sehr lange weitergehen. So ehrlich muss man zu den Bürgerinnen und Bürgern auch sein. Und der SPD-Kanzler? Der bleibt weiter vage in seinen Aussagen. Und dafür bekommt er auch noch minutenlangen Applaus von den Genossen. Der Olaf wird es schon richten. Olaf Scholz vertrauen viele Bürgerinnen und Bürger nicht mehr. Das ändert auch nichts daran, dass er nun versucht, mit einem harten Kurs in der Flüchtlingspolitik neue Wählerstimmen zu gewinnen.
Genau dagegen regte sich heute Widerstand in der SPD, gegen des Kanzlers scharfen Kurs in der Migrationspolitik. Die Mitte der Gesellschaft, die Normalverdiener, die haben die Sozialdemokraten längst aus den Augen verloren, regieren an ihnen vorbei. Das Thema bezahlbarer Wohnraum war heute dem Kanzler noch nicht einmal ein Satz in seiner Rede wert. Und gerade beim bezahlbaren Wohnraum ist die SPD gescheitert. Schafft man so Vertrauen? Nein. Und wenn die SPD sich nicht bald ehrlich macht, der Kanzler nicht bald Lösungen im Haushaltsstreit präsentiert, ja, Führung zeigt, ja, dann war es das mit der SPD und ihrer Zukunft als Regierungspartei. Die Meinung von Nicole Konert. Manchmal braucht es nicht viele Worte, um klarzumachen, dass der Verbrauch fossiler Energien ein Problem ist für unsere Umwelt. Doch genau darüber wird gerade bei der Weltklimakonferenz kontrovers diskutiert. In Dubai, ausgerechnet in einer Stadt, die ihren Glanz und Aufstieg den Ölmilliarden zu verdanken hat. Und da sorgte heute ein Aufruf der Spitze des Ölkartells OPEC für Wirbel. Die erdölexportierenden Länder sollten alle Beschlüsse gegen fossile Energien blockieren. Dabei stecken einige der OPEC-Länder selbst in einem Dilemma, wie sich etwa im Irak zeigt. Das Öl bringt zwar viel Geld, aber die Folgen des Klimawandels sind längst spürbar. Simon Riesche. Wenn Rim al-Safar in Dubai über das Gelände der Weltklimakonferenz geht, wandert sie immer auch zwischen den Welten. Die junge Umweltaktivistin kommt aus dem Irak, einem Land, das beim Klimaschutz kein Vorreiter ist, gleichzeitig aber vom Klimawandel besonders betroffen ist. Die Temperaturen steigen im Schnitt weiter und weiter an. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber vor ein, zwei Jahren hatten wir im Irak den Hitzerekord der ganzen Welt. All das macht uns große Sorgen. Reise in Rims Heimatland. Basra, Südirak, eine Art Gegenwelt zum glitzernden Dubai, gelegen am anderen, armen Ende des Persischen Golfs. Ächzend unter Extremwetter, die Umgebung werde immer lebensfeindlicher, sagen Wissenschaftler. Wegen des Klimawandels führen die Flüsse Euphrat und Tigris weniger Wasser. Ganze Gegenden, die von der Landwirtschaft gelebt haben, sind inzwischen vertrocknet. An vielen Orten gibt es nur noch kahle Wüste. In ihrer Not pflanzen sie hier Mangrovenbäume, um Erosion zu vermeiden und CO2 zu speichern. Ein paar Kilometer weiter sprudelt Öl. Es ist die große Einnahmequelle des Irak, aber eben auch treibende Kraft des Klimawandels. Ohne einen baldigen Ausstieg aus fossiler Energie sei die Erderwärmung nicht in den Griff zu bekommen, sagen auf der Weltklimakonferenz viele Staaten. Der Generalsekretär des Ölkartells OPEC aber ruft seine Mitgliedstaaten jetzt offenbar in einem Brief dazu auf, Ausstiegsbeschlüsse zu blockieren. Im Zentrum aller Debatten sollte allein die Frage der Emissionen, nicht die Energieträger, stehen. Eine Kampfansage vor allem an Europa, die deutsche Außenministerin in zähen Verhandlungen. Das ist alles andere als einfach. Das ist nach wie vor ein dickes Brett, weil es immer noch diejenigen gibt, die ihre Machtpolitik aus der Vergangenheit auch in die Zukunft führen wollen. Für die Zukunft wünscht sich auch die junge irakische Aktivistin Rim ein baldiges Ende fossiler Energie. Das sagt sie bei ihrem großen Konferenzauftritt heute. Staaten wie ihr Heimatland Irak aber müssten stärker unterstützt werden, um in einer Welt ohne Öl besser zurechtzukommen. Und jetzt weitere Nachrichten des Tages, Jens, mit dir. Ja. Die gut 1 Million Beschäftigten des öffentlichen Dienstes der Länder bekommen mehr Geld. In der dritten Runde der Tarifverhandlungen haben Gewerkschaften und Arbeitgeber in Potsdam eine Einigung erzielt. Sie sieht zunächst steuer- und abgabenfreien Inflationsausgleich in Höhe von insgesamt 3.000 Euro vor. Von November kommenden Jahres an gibt es einen Sockelbetrag von 200 Euro monatlich und ab Februar 2025 obendrauf eine Lohnerhöhung von 5,5%. Das EU-Parlament und die Regierungen der Mitgliedstaaten haben sich grundsätzlich geeinigt, wie Anwendungen der künstlichen Intelligenz reguliert werden sollen. Geplant ist ein Gesetz, das die Anbieter zu Transparenz verpflichtet. Sie müssen den Verbrauchern offenlegen, wenn Systeme mit künstlicher Intelligenz arbeiten und nicht mehr von Menschen überprüft werden. Einige Systeme, etwa automatische Gesichtserkennung im öffentlichen Raum, sollen nur zur Verfolgung schwerer Straftaten erlaubt sein. Israel setzt seine massiven Angriffe gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen fort.
Laut der Gesundheitsbehörde, die von der Terrororganisation kontrolliert wird, wurden binnen eines Tages mehr als 130 Menschen getötet und fast 260 verletzt. Das Nasser-Krankenhaus in der umkämpften Stadt Khan Yunis ist nach Darstellung seines Direktors nicht mehr in der Lage, die vielen Kriegsopfer zu behandeln. Der US-Schauspieler Ryan O'Neill ist tot. Er starb im Alter von 82 Jahren in Los Angeles. O'Neill war durch den Film Love Story 1970 über Nacht bekannt geworden. Darüber hinaus spielte er unter anderem in Filmen wie Iswas Dog und Paper Moon mit. 2021 wurde der Hollywood-Star mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt. 3 Tage lang wird gewählt ab morgen. Doch eine Wahl haben die Menschen in Ägypten nicht wirklich bei dieser Präsidentschaftswahl. Es gibt zwar Gegenkandidaten zum amtierenden Präsidenten al-Sisi, der sich vor fast 10 Jahren an die Macht geputscht hatte. Doch die spielen kaum eine Rolle in der Öffentlichkeit des 110 Millionen Einwohnerlandes. Etliche Kritiker oder Konkurrenten der Regierung sitzen in Haft. Dabei würden sich viele einen Wechsel wünschen, denn wie Vera Rudolph aus Kairo berichtet, die Unzufriedenheit ist groß. Abu Hussein spürt die Not der Ägypter jeden Tag. Auf dem Gemüsemarkt im Viertel Shubra hat er immer weniger Kunden. Den Leuten geht es nicht gut. Die Preise, die wir sehen, sind nicht normal. 1 Kilogramm Zucker kostet 60 Pfund. Die Preise sind alle hoch, alle haben es schwer. Keiner hat Geld, es reicht nicht. Auch nicht für die mit monatlichem Gehalt. Ägypten steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. Laut der Weltbank lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung in Armut oder ist armutsgefährdet. Die Preise für Lebensmittel sind innerhalb eines Jahres um knapp 60% gestiegen. Präsident Sisi war äußerst beliebt. Aber die endlosen, hausgemachten Wirtschaftskrisen, die so viele Ägypter verarmt und den Lebensstandard der Mehrheit der Bevölkerung erheblich beeinträchtigt haben, haben auch seine Popularität zunichte gemacht. Ein weiterer Grund für Unmut: Milliarden fließen in große Infrastrukturprojekte. Damit verspricht er ein neues Ägypten. Außerdem verwendet das Land derzeit 70% seiner Steuereinnahmen, um seine Schulden im Ausland zu begleichen. Geld, das fehlt, zum Beispiel im Gesundheits- und Bildungswesen. Al-Sisi, 2013 putscht er sich mit dem Militär an die Macht. Damals von vielen als Retter der Nation bejubelt und gefeiert, ist heute von der Euphorie nicht viel übrig geblieben. Unter seiner Herrschaft ist die Zahl der politischen Gefangenen in Ägypten drastisch gestiegen. Menschen- und Bürgerrechte gelten kaum noch. Wir haben eine Vertiefung der Kontrolle des Regimes über die Wirtschaft erlebt, was zur Verarmung der Bevölkerung beigetragen hat, und den Bau einer Reihe neuer Gefängnisse für die außergewöhnliche Anzahl von Gefangenen, die sie viele Male verhaftet und eingesperrt haben, ohne dass auch nur Anklagen, Gerichtsverfahren oder jahrelange Untersuchungshaft verhängt wurden. Außenpolitisch gilt Ägypten als wichtiger Stabilitätsanker der Region, ist Vermittler im Krieg zwischen Israel und der Hamas. Nach innen hat al-Sisi diese Rolle zwar genützt, dennoch wird eine niedrige Wahlbeteiligung erwartet. Seit Wochen ein Wahlkampf ohne ernstzunehmende Gegner, fast auf allen Plakaten er, sonst niemand. Sein Sieg, er ist al-Sisi schon vor der Wahl sicher. Und damit zum Sport und zum Fußball. Nach dem Pokal in der Woche läuft jetzt am Wochenende die Bundesliga wieder. Und Ocker, da gab es heute eine faustdicke Überraschung. Ja, allerdings, das hatten sich die Bayern sicher anders vorgestellt. Ausgeruht waren sie ja. Letzte Woche das abgesagte Spiel gegen Union wegen Schnee und diese Woche beim Pokal nur Zuschauer tiefenentspannt. Hätten sie also zumindest vorübergehend die Tabellenführung übernehmen können. Stattdessen gab es eine echte Blamage. 1:5 verlor der deutsche Rekordmeister in Frankfurt. Die erste Saisonniederlage und dann gleich so eine. Das letzte Mal, dass die Bayern so hoch in der Bundesliga verloren haben, war im Übrigen auch in Frankfurt im November 2019. Damals wurde im Anschluss Trainer Niko Kovac entlassen. Ja, und Frankfurt gelingt ausgerechnet gegen Bayern München ein Befreiungsschlag. Was für ein Jubel bei Dino Toppmöller. 4 Niederlagen in Serie und dann so ein Knallerspiel. Also ich weiß ja, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Dass das natürlich dann in so einem Ergebnis mündet, das habe ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt erwartet. Aber dass wir eine Chance haben, Bayern zu schlagen, da habe ich von Anfang an dran geglaubt. Frankfurt in Rot und Schwarz lässt von Sekunde 1 an das blamable Pokal aus Saarbrücken hinter sich. 12. Minute, Mamouche 1:0. Es ist eine unglaubliche Leistungsexplosion. Ebimbe 2:0 nach gut einer halben Stunde.
Die Bayern hadern heute mit enorm vielen individuellen Fehlern. Larsson sogar mit dem 3:0 nach 36 Minuten. Dass die Bayern kurz vor der Pause durch Kimmich auf 3:1 herankommen, hat überhaupt keinen positiven Effekt auf das eigene Spiel. Frankfurt spielt weiter groß auf. Ebimbe mit seinem Doppelpack und später noch Ansgar Knauf mit dem 5:1 machen das Bayern-Debakel perfekt. Wir haben uns komplett die Butter vom Brot nehmen lassen heute in einer Art und Weise, die uns natürlich überhaupt nicht gefällt und es kann nicht unser Anspruch sein und deshalb werden wir darüber reden müssen, brauchen eine Reaktion unbedingt. Es ist eine schmerzhafte erste Saisonniederlage des FC Bayern München. Ja, das tut weh. Mal schauen, wie die Bayern das wegstecken. Nächste Woche geht's erst in der Champions League zu Manchester United und danach in der Bundesliga zu Hause gegen Stuttgart. Das zweite Spiel, das wir für Sie ausgesucht haben, ist Union Berlin gegen Borussia Mönchengladbach. Das Bundesliga-Debüt für den neuen Union-Trainer Nenad Bjelica. Und das ist gelungen. Nach 105 Tagen gewinnt Union endlich wieder ein Pflichtspiel. So ausgelassen jubelt Nenad Bjelica bei seiner geglückten Premiere. Ja, das ist Trainer Nenad Bjelica. Wer mich nicht gekannt hat, jetzt kennt mich ein bisschen. Union ist von Beginn an die bessere Mannschaft und bekommt nach diesem Handspiel von Gladbachs Netz Elfmeter. Kevin Volland verwandelt eiskalt. Bjelica hat die lange kriselnden Spieler stark gemacht. Er sieht ein Team, das sich reinschmeißt und nach der Pause verdient auf 2:0 erhöht. Erstes Bundesliga-Tor für Benedikt Hollerbach. Dem eingewechselten Mikkel Kaufmann gelingt das 3:0. Der Treffer von Gladbachs Alassane Plea ändert nichts am souveränen Triumph der Berliner. Das Erfolgsrezept: neue Klarheit. Jeder wusste einfach, was er zu tun hat, was er für Optionen im Spiel hat. Und dadurch fällt einem, muss man nicht mehr so viel nachdenken, kann mehr aus den Emotionen ausspielen. Und das war ganz wichtig heute. Union ist nach 16 Spielen ohne Sieg wieder erfolgreich. Und Nenad Bjelica kann gleich nach seinem ersten Bundesligaspiel als Trainer feiern. Mit meiner Familie auf jeden Fall. Die sind auch beim Spiel gewesen. Ich freue mich auch, dass das deswegen geklappt hat. Und ein Glas Wein. Verdient hat es sich der neue Union-Trainer allemal. Und dann schauen wir auf die weiteren Ergebnisse des 14. Spieltags. Wolfsburg verliert gegen Freiburg 0:1. Werder schlägt Augsburg 2:0. Heidenheim gewinnt gegen Darmstadt 3:2. Im Abendspiel verlor Dortmund gegen Leipzig mit 2:3. Und gestern schon gewann Hoffenheim gegen Bochum mit 3:1. Morgen stehen dann noch zwei Spiele auf dem Zettel. Stuttgart empfängt Leverkusen und Köln hat Mainz zu Gast. Die Tabelle: keinerlei Bewegung auf der ersten Tafel. Leverkusen weiter auf Platz 1 vor den Bayern. Stuttgart könnte die morgen allerdings auf Platz 3 stupsen. Leipzig weiter vor Dortmund. Frankfurt bleibt Siebter. Borussia Mönchengladbach auf Platz 10. Union Berlin, großer Sprung, geht zumindest mal bis morgen hoch. Vom letzten Platz auf Rang 15 und in der Abstiegszone aktuell Köln, Darmstadt und Mainz. Ja, und dann kommen wir zur Handball-WM. Da träumen die deutschen Frauen von der ersten Medaille seit 2007. Und heute sind sie diesem Traum nach dem 5. Sieg im 5. Spiel ein Stückchen näher gekommen. Die deutschen Handballfrauen stehen vorzeitig im Viertelfinale der Weltmeisterschaft in Skandinavien. Zu Beginn hatte das DHB-Team aber Mühe und konnte erst gegen Ende des ersten Durchgangs ein wenig davonziehen. Bis zur Halbzeitsirene betrug der Vorsprung nur noch ein einziges Tor, denn die letzten zwei Treffer bejubelte Serbien. Kurzzeitig ging der Außenseiter zu Beginn des zweiten Spielabschnitts dann in Führung, aber das erste Zwei-Tore-Polster erarbeitete sich Deutschland durch Jenny Behrendt. Serbien leistete sich nun immer mehr Ballverluste und Trainer Markus Gaugisch durfte 7 Tore am Stück bejubeln. Somit wurde es am Ende deutlich, Deutschland traf 31 Mal und gewann mit 31:21. Und wir haben noch den Blick aufs Wetter. Donald, wir sehen, dass es im Moment gewaltige Temperaturunterschiede gibt in Europa.
Ja, und wir können uns die ein bisschen genauer angucken, Ingo. Und zwar ist die milde Luft jetzt da von Westen her mit atlantischen Tiefausläufern, kommt noch Nachschub. Das bedeutet bei uns natürlich, das große Tauwetter, vor allem im Süden, ist da. Dazu kommt dann noch der Regen und Wind. Vorhin auf dem Feldberg im Schwarzwald 137 Kilometer pro Stunde, eine satte Orkanböe, jetzt langsam schwächer werden. Und morgen können wir sogar hier an der spanischen Mittelmeerküste in Murcia 25 Grad erreichen. Aber schauen wir mal ein bisschen weiter Richtung Osten. Dort liegt ein wirklich sehr kräftiges Hoch mit 1060 Hektopascal Kerndruck. Und dort kann die Luft so richtig schön auskühlen über den Schneeflächen, kurz vorm Ural in Perm. Minus 27 Grad, wohlgemerkt als Höchsttemperatur. Das kommt zum Glück nicht zu uns, aber der Regen, wir sehen ihn heute Nacht, wird weiter Richtung Osten ziehen. In höheren Lagen ist dann auch mal Schnee dabei. Im Süden kann es morgen Vormittag mal richtig schön werden, richtig schön aufheitern. Aber ein neues Regengebiet von Nordwesten zieht herein. Das wird am Nachmittag vor allem die Osthälfte noch beschäftigen, zwischendrin immer noch ein paar Wolkenlücken, bevor dann im Westen schon wieder ein neues Regengebiet hereinzieht. Also es geht wirklich Schlag auf Schlag und die Temperaturen werden morgen früh in der Osthälfte so bei 1 bis 5 Grad landen. Im äußersten Westen ist die milde Luft schon da, dort geht es kaum unter 9 Grad runter. Die höchsten Temperaturen natürlich auch dort zu finden mit bis zu 12 Grad entlang des Rheins, 4 bis 5 Grad von Mecklenburg-Vorpommern bis nach Schleswig-Holstein. Der Trend. Montag und auch Dienstag, vor allem im Süden längere Zeit Regenfälle, deswegen dort Kombination Tauwetter und Regenfälle können Hochwasser verursachen. Für alle anderen sehr wechselhaft, im Südwesten extrem mild mit 14 Grad. Fast schon Frühling. Vielen Dank, Donald, für diese Aussichten. Und das war's von uns für heute. Hier im Ersten folgt jetzt das Wort zum Sonntag. Da geht es jetzt um die Menschenrechte, die vor 75 Jahren in einer gemeinsamen Erklärung der Vereinten Nationen verabschiedet wurden. Und wir sind dann morgen wieder für Sie da, morgen Abend. Bis dahin. Tschüss. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.